Hallo, heute geht's um, wie nervig ist die nicht vorhandene Stehhöhe im Camper wirklich? Rico und ich wohnen jetzt seit 4 Monaten in unserem VW-Bus ohne Hochdach. Und in welchen Situationen würde ich das empfehlen und in welchen eher nicht? Die Vorteile sind, man hat kaum Stellplatzprobleme. Viele Orte haben Höhenbegrenzungen, durch die man mit dem VW-Bus noch durchkommt. Mit dem Wohnmobil ist es manchmal schwieriger oder kostet mehr Geld. Dazu sind aktuelle Busse oder auch ein Hochdach super teuer und wenn, wie bei uns, das Geld halt dafür nicht reicht, kann man aber auch mit einem kleinen Auto super viel Spaß haben. Ich glaube, ich würde es empfehlen, wenn man primär in warmen Ländern unterwegs ist und viel Zeit draußen verbringt. Oder wenn man das Auto für Urlaube und Ausflüge benutzt, aber nicht unbedingt Langzeit drin wohnen möchte. Ich glaube, wenn man Reisen plant in sehr kalte Länder, kann es schon lustig werden. Wir sind relativ klein und haben nicht viel dabei, aber merken jetzt schon, dass wir ein bisschen an unsere Grenzen kommen. Irgendwann, wenn wir uns ein bisschen was angespart haben, wird auf jeden Fall ein Auto mit Stehhöhe drin sein. Und so lange werden wir auf jeden Fall noch einige Sachen an unserem Auto verändern. Sagt Bescheid, wenn euch das interessiert.